Ja, das werden wir machen. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Animal Crossing. Neues Update ist draußen. Ich habe viel vor und ich frage mich gerade, sag mal, dreht die da gerade ab mit ihrem Kopfgenicke? Die hat bestimmt einen Whisky daneben stehen, oder? Ja, cool, Sommer-Update. Wir können tauchen. Und ich habe auch noch viel vor hier mit den Blümchen. Warum auch immer die jetzt hier so komisch stehen. Egal. So, wir sehen es auch unten schon auf der Karte. Schneiderei und ganz links der Campingplatz ist fertig. Oha, was ist denn jetzt hier los? Ach ja, ich habe so viel gekauft. Nook Shopping. Vielen Dank für das Vertrauen, dass Sie Nook Shopping entgegenbringen. Wir möchten Sie heute auf ein wunderbares saisonales Angebot hinweisen. Nur jetzt, also lassen Sie es sich nicht entgehen. Okay, da müssen wir auch nochmal reingucken dann. Die Mutti hat immer wieder. Mein lieber Cactus Andy, die Zikaden singen ihre nicht allzu melodischen Lieder, sodass ich in den frühen Morgenstunden nicht mehr schlafen kann. Nun ja, dafür holt Papa auch schon viel früher frische Brötchen. Direkt vom Frühstückstisch Mama. Ein Geschenk. In die Tasche. Nintendo. Lieber Cactus Andy, vielen Dank fürs Herunterladen des Updates. Wir möchten uns dafür mit einem Geschenk erkenntlich zeigen. Weitere Updates folgen in Zukunft. Wupp, wupp. Ein Geschenk. Wegwerfen. Nook Direct Bank. Danke für Vertrauen in der Nook Bank. Ihrem Konto wurden Zinsen im Wert von 3 Sternis gutgeschrieben. Wow. Ich bin rich, bitch. Die Akademie. Rang A hatten wir ja auch schon. Hust, hust. So, wir haben einen Winter-Sommer-Wenden-Bulli. Nein, Winters... Ach, was weiß ich. So, sehr geehrter Herr Cactus, Andy, vielen Dank, dass Sie den Nook-Portalen meinen, bla bla bla. Vor allen Dingen, ein Geschenk. Ihr habt doch gekauft, oder nicht? Mehrere Sachen. Gut. Dann gehen wir die Geschenke mal durch. Übrigens habe ich hier einen Muscheltisch noch bekommen. Offline. Oder offscreen. Den erlernen wir mal eben. Und bevor es weitergeht, höre ich gerade was. Nö. Ah doch, klappt. Wunderbar. So, dann gehen wir mal das erste durch. Lehm.
Ein Kuscheltier von Mama. Eine Taucherbrille. Nice. Nook Ink Augenmaske. Genau, die wollte ich ja noch für Nook Ink Pantoffeln. Das wird mein Schlafoutfit. Und Wintersonnenwendenpulli. Wunderbar. Das haben wir alles. Kommt das mal alles so ein bisschen ins Lager? Gucken, was das ist. Oh, sieht schon irgendwie süß aus, ne? So. Augenmaske von Nook. Genau, wir wollen ein Outfit. Aha. Okay, dann ziehen wir uns einfach nur um. Ja, May. Was mache ich denn dann? Okay. Aha. Muss man ja auch erstmal alles wissen. So. Das heißt, jetzt kommt Schlafmaske, Pantoffeln und der hier. Es fehlt noch irgendwie eigentlich eine Schlafmütze, aber die habe ich nicht. Fertig. Ach, das muss ich auch noch machen. Sleep. Lang. Gut. Dann laufe ich jetzt mal schon mal nackig rum, weil ich will. Wo ist sie hin? Habe ich die noch so? Ja, habe ich noch so. Ich setze schon mal die Taucherbrille auf. Bestimmt behämmert aus. Ach, so behämmert gar nicht. Ja, ich habe nämlich dank meiner Cousine herausgefunden, wie ich Blumen züchten kann. Und das würde ich auch schon gerne mal probieren zwischendurch. Wow, was ist das? Oho! Goldmistkäfer. Tja, Gegensätze ziehen sich an. Okay. Ein Goldmistkäfer. Und den habe ich schon gehabt? Oder wie? Faunapedie. Deine App wurden zusätzliche Informationen zu bereits gefangenen Meerestieren hinzugefügt. Okay. Da ist er. Goldmistkäfer. Oh, der ist jetzt neu. Juli, August, September. Okay. Ganzen Tag. Das heißt, den werden wir wahrscheinlich noch öfters fangen. Ah, okay, das sind neue Meerestiere. Bestimmt vom Tauchen.
Ja, da werde ich jetzt die Tage natürlich auch mal wieder so ein Video machen und mir so eine Liste, um zu gucken, was ich da alles haben muss. So, neu. Der Muscheltisch. Na, 7 Sanddollar brauchen wir dafür, wenn wir ihn überhaupt bauen wollen. Aber ich glaube, das wäre so ein geiles Strandzimmer mit dem Boden, den wir jetzt haben. Aber wir brauchen erstmal mehr Zimmer auch noch, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ich mag den Kaktus übrigens. Da müsste vielleicht noch mal ein bisschen, ich sag mal, ein, zwei andere Farben mit rein. Moin, moin. Kriegen wir hin. Klimaaußengerät. Ein Sonnenstuhl, eine Truckerkappe. Blattmuster Taucheranzug. Geil. Also, er sieht ja schon mal cool aus. Problem ist, der wird mir ja erst geliefert. Und das Problem ist, wo ist mein ganzes Geld hin? War ich so pleite? Ja, ich glaube schon, ne? Wegen der Brücke, ne? Muss da erstmal. Also, muss ich gleich erstmal Geld machen? Was? Tanabata-Bambus. Aus Japan. Okay, geil. Den muss ich mir kaufen. Bis 31.07. habe ich noch Zeit. Gucken, ob da irgendwas ist. Aber eigentlich nicht, ne? Das bleibt ja immer alles gleich. Es ist wirklich nur die Zäune, die da irgendwie durchwechseln. Beenden. Ich muss Geld machen jetzt. Danke und auf Wiedersehen. Ist hier schon mal was drin? Guck mal. Nehmen. Nehmen. Nadelbaumsetzling nehmen wir auch. Wir nehmen eigentlich alles. Lumpenhose. Arbeitsjacke. Okay. Wir feiern mal kurz Einweihung von irgendwas. Von den beiden Sachen. Schneiderei. Also das eine ist Tina. Und wer ist jetzt der braune Igel? Erfahren wir vielleicht noch. Yippie. Und das Wetter ist auch schön heute. Tina und Sina. Mhm. Ja, geil, und ich stehe in Unterwäsche da.
schön. Ich danke euch allen, ja, ich auch. So, die Schneiderei ist schicki. Gefeiert haben wir auch. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Wir haben eine Cargohose. Tragen. Die würde ich sogar fast behalten. Eine Safari-Hose. Tragen. Auch cool. Verdammt. Lumpenhose. Die kann weg. Eine Arbeitsjacke. Die kann weg. So. Na, möchtest du was von mir? Carlson, wer bist denn du? Aha. Ah, okay, der macht auch Modelle. Mhm. Gut, das war Carlson vom Dach. Gott, so viel los hier gerade. Hab gar nichts geschafft von dem, was ich wollte. Also dann. Moinsen. Jo, machen wir. So, dann können wir jetzt schon mal ein paar Klamotten verkloppen. Und dann müssen wir Insekten fangen. Weil der Typ mir sie abkauft. Und wahrscheinlich auch für einen horrenden Preis.
Nee. Brauchen wir gleich erstmal Geld. Alles in die Brücke gesteckt, ne? Oh, wie geil, Alter. Das Ding da oben. Hm, sehr schön. Erstmal verkaufe ich was hier. Eine Arbeitsjacke. Und eine Lumpenhose. Mehr habe ich leider erstmal nicht. Ist ja schon mal wieder was. Okay. Dann spenden wir jetzt einmal den Käfer, wenn wir schon mal hier sind. Na, ich hoffe, ihr hört jetzt nichts im Hintergrund. Hier wird gerade Rasen gemäht. Bei mir. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich weiß. Jetzt bin ich ein bisschen... Er erzählt mir gar nichts darüber. Nö, das war's. Das war's. Jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen Geld machen. Mit entweder Fischen oder was auch immer. Kokosnusswasser Schwingschaukel. Hab ich die? Das sieht irgendwie nicht so danach aus. Nope. Schade. Also mit dem Top-Ankauf schon mal nichts. Jemand da draußen hat mein Werkzeug ausprobiert und dabei kam mir doch direkt eine Idee für eine Bastelanleitung. Wer immer du bist, hoffe, du bist in Bastelstimmung. Versuch's, wird dir gefallen. Mutig, Hasso. Regenschirmständer. Toll. So, wir sammeln noch mal eben ein paar Muscheln. Das wird auch heute dann alles vertickt.
Scheiße, ich sehe ihn nicht mehr. Wie sieht die anders aus? Kann das sein? Ein ganz normaler Grashüpfer. Ich glaube, den hatten wir auch noch nicht, oder? Wir hatten die Nasenheuschrecke. Ja, aber den Grashüpfer hatten wir noch nicht. Ist auch jetzt erst dazugekommen. Geil. Das finde ich gut. Shit, da war was am Baum. Na gut, das machen wir gleich alles. Wir gehen jetzt in dieser Folge nochmal schnell, wie gesagt, die Muscheln durch. Ist irgendwas, was ich auch noch nicht kenne. Oder dieses lange Ding, was wir doch schon kennen. Ja, kennen wir schon. Wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen an Geld kommen. Das heißt, angeln und den ganzen anderen Kram machen. Und bei den Bäumen ein bisschen aufpassen. Hier haben wir noch eine Fundsache. Den kennen wir, aber den Rosenkäfer nehmen wir noch mit. Ich höre immer noch Hochzeitsglocken. Ich dachte, der Scheiß ist vorbei. So, alles, was wir zu Geld machen können. Tauschen wir gegen... Ich lasse die mal eben hier. Die bleibt ja liegen. Und ich würde einfach sagen, jetzt haben wir schon wieder hier irgendwas. Achso, ja, die Meilen. Wir gehen mal gleich Insekten verkaufen bei dem anderen Kollegen in der nächsten Folge. Gehen noch mal einmal zu dem Heini rein. Zu Eugen. Geben ihm die Heuschrecke, damit wir den Rest verkaufen können. Und dann gucken wir mal, dass wir zu Geld kommen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute!